Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier ist wieder euer Therapeut on Tour. Und wenn das jetzt so ein bisschen laut ist, im Hintergrund seht ihr vielleicht ein kleines bisschen die Skyline vom Hafen hier in Buenos Aires. Denn da habe ich mein Zimmer, da habe ich meine Unterkunft. Es ist jetzt früher Abend. Es ist noch relativ viel Betrieb. Ich bin jetzt hier im 10. Stock untergebracht. Ich habe hier eine Airbnb-Unterkunft. Und wie es mir so hier gefällt in Buenos Aires, das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, jetzt bin ich ja seit ungefähr 2,5 Tagen hier in Buenos Aires und es ist natürlich relativ schwierig, sich in der kurzen Zeit einen umfassenden Eindruck zu verschaffen. Momentan ist es hier ziemlich heiß, muss ich sagen, und das schlaucht tierisch. Ich bin froh, dass ich hier eine Unterkunft habe mit Klimaanlage, weil wenn man ein paar Stunden draußen unterwegs ist, dann geht das ganz schön auf die Rübe. Und gestern war leider nicht so ein schöner Tag. Gestern war es sehr trüb, sehr regnerisch, einige Gewitter durchgezogen. Da war ich gar nicht so viel draußen, muss ich sagen, und konnte auch gestern gar keine Aufnahmen machen. Das ist sehr schade. Aber dafür war ich heute noch mal viel unterwegs. Das zeige ich euch gleich im Anschluss noch mal. Und mein Eindruck von Buenos Aires ist durchwachsen. Also es ist natürlich immer schön, neue Städte zu sehen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon hier oben in der Nähe bin, muss ich das auf jeden Fall mitmachen, muss ich mir das auf jeden Fall angucken. Also was hier auf jeden Fall top ist, ich mache gleich noch ein paar Aufnahmen hier von der Unterkunft. Ich habe hier eine Airbnb-Unterkunft gemietet für, ich glaube, gerade mal 33 Euro die Nacht. Aber eine richtig große Wohnung, die man hier hat, mit einem tollen Badezimmer. Und im Erdgeschoss wäre auch noch ein Pool. Und man kann auch noch einen Fitnessraum benutzen, was ich jetzt in der Kürze der Zeit alles gar nicht schaffe. Also Unterkünfte gibt es hier relativ günstig. Man kann also einen längeren Aufenthalt hier verbringen. Und das würde ich auch empfehlen. Also 2,5 Tage waren jetzt einfach viel zu kurz. Ich konnte mich mehr oder weniger nur in meinem Bereich hier aufhalten. Ich bin gerade in der Nähe des Hafens. Auch sehr schön hier. Aber es gibt hier noch viel mehr zu entdecken, aber dazu müsste man erstmal noch so eine Art Kreditkarte kaufen, wo man dann Geld aufladen kann. Mit der Kreditkarte kann man dann Bus fahren und das habe ich alles in der Zeit gar nicht geschafft. Bin trotzdem mal froh, hier gewesen zu sein. Es ist eine schöne Stadt, sie heißt ja Buenos Aires, was ja übersetzt bedeutet gute Luft, schöne Luft. Könnte ich teilweise bestätigen, also dafür, dass es hier eine Großstadt ist, riecht sie gar nicht so schlecht. Ja, aber klar gibt es hier auch Ecken, die nicht so schön riechen, wo doch, sag ich mal, ein bisschen der Uringeruch durchkommt, aber das bleibt auch eben auch nicht aus und da kommen wir schon zum Thema Armut. Ja, also man hat hier schon auch viele, viele arme Menschen, die hier leben und das ist nochmal ein anderes Kaliber als, sag ich mal, in Europa. Ja, man merkt, es ist einfach ein raueres Pflaster und man muss sich definitiv hier mehr in Acht nehmen, auf jeden Fall. Es gibt auch viele Menschen, die einfach ihre Rucksäcke vorne immer halt tragen, ja, und nicht hinten auf dem Rücken. Das sagt schon einiges aus. Und heute war ich mal ein bisschen spazieren, war ich einfach mal unterwegs. Und ich weiß auch nicht, wo es hier so gefährlich ist und wo nicht. Ich gehe dann einfach mal los. Und ich muss sagen, ich bin sehr freundlich angesprochen worden von einer Polizistin. Also hier stehen immer in verschiedenen Abständen, stehen hier auch Polizisten. Und die hat mich gleich angesprochen und hat gesagt, wenn ich jetzt weiter in diese Richtung gehe, wird es ein bisschen gefährlich für mich. Und ich sollte doch lieber wieder umdrehen und hat mich gefragt, wo ich hin möchte. Wir konnten uns so auf Spanisch und Englisch unterhalten. Aber fand ich super, super nett, dass sie einfach mich darauf hingewiesen hat. Aber ich denke auch, dass die wollen, dass die Touristen hier wieder heil nach Hause kommen. Aber trotzdem, wirklich sehr freundlich gewesen. Und dann hat sie gesagt, wo man besser nicht hingehen sollte und wo ich lang gehen sollte. Fand ich super klasse. Ja, ich zeige euch einfach mal die Unterkunft, wo ich hier untergebracht bin. Ja, das ist hier so der Aufenthaltsbereich. Hier kann man halt ein bisschen sitzen und abhängen mit so einer kleinen Essecke und die Küchenzeile dahinter. Ich habe jetzt gerade mal kein Licht angemacht, kann man aber, glaube ich, erkennen. Ich drehe mich mal ganz kurz so rum. Es ist schon relativ groß hier. Ganz wichtig, der große Fernseher. Ja, wer da unbedingt sein Fernsehgerät haben möchte, hat auch eins hier. Und dann gehen wir mal hier weiter. Und schauen direkt mal hier um die Ecke und da sehen wir auch schon gleich ein zweites TV-Gerät. Ja, also man kann hier in Stereo gucken, wenn man mit seinem Partner, Partnerin da ist, hat jeder sein eigenes Fernsehprogramm, was auch immer, ich weiß es nicht. Ja, noch ein sehr großes Bett, alles tiptop gepflegt, also es ist super sauber hier. Ich kann ja mal unten gerne in die Box reinschreiben, in welcher Unterkunft ich hier bin.
Es ist direkt am Hafen und ja, hier. Also man hat hier auch alles, ja, von Bügeleisen und da hinten auch eine Mikrowelle. Man kann kochen, ein großer Kühlschrank. Es ist wirklich mega viel Platz. Hier haben wir noch das Badezimmer dahinter. Genau. Großes Badezimmer reicht auf jeden Fall aus. Und hier ist keine Klimaanlage, da merkt man schon gleich, wie heiß es ist. Genau. Meine Unterkunft. Also, würde ich denn jetzt Buenos Aires empfehlen? Das ist natürlich immer schwer zu sagen, solche Empfehlungen auszusprechen. Also, wer richtig Bock auf eine Großstadt hat, hier kann man auf jeden Fall viel erleben. Ich habe ja auch ganz tolle Museen gesehen, die sahen sehr gepflegt aus, sehr hochwertig. Es gibt mit Sicherheit auch tolle Restaurants, wobei ich von der Esskultur hier nicht so überzeugt bin. Ich finde, das Essen hier in Südamerika schmeckt für meine Begriffe ziemlich fad. Nicht so viel Geschmack dran und hier gibt es ganz, ganz viel mit Pizza und Burger und Pommes und die haben mich so wirklich, also vielleicht bin ich noch nicht so an diese Restaurants gekommen, die hier speziell vom Land angeboten werden, aber so richtig begeistert bin ich bis jetzt noch nicht vom Essen. Ja, also wer in eine Großstadt möchte, wo richtig was los ist, richtig viel Trubel ist und so weiter, kann man hier auf jeden Fall viel erleben, macht bestimmt Spaß, aber ich muss tatsächlich sagen, Montevideo gefällt mir wesentlich besser. Habe ich ein ganz anderes Sicherheitsgefühl, muss ich wirklich auch einfach mal so sagen, ist halt Geschmackssache. Also wer noch nie in Südamerika war, ich war noch nie in Südamerika und ich bin jetzt froh, beides mal gesehen zu haben und bin jetzt von beidem sehr beeindruckt, aber wesentlich wohler und entspannter fühle ich mich in Montevideo. Gerade wenn man auch mal abends unterwegs ist, ich war in Montevideo auch mal abends auf der Straße. Das ist dann auch so wie in Europa, da gibt es viele Cafés und Kneipen und Clubs und dann kann man sich einfach auch auf der Straße aufhalten, ohne dass etwas passiert. Auf dem Nachhauseweg sollte man vielleicht immer ein Taxi nehmen, das mache ich tatsächlich auch, weil sofern man sich dann aus dem Stadtkern entfernt und nach Hause möchte, auf jeden Fall besser immer mit dem Taxi fahren. Okay, genug gequatscht, würde ich sagen. Jetzt mache ich mir noch einen schönen Abend und werde jetzt dann morgen erstmal wieder nach Montevideo zurückfahren. Und so viele Aufnahmen konnte ich heute nicht machen, aber ich habe trotzdem nochmal so den Hafenbereich oder den Bereich, wo ich hier wohne, für euch gefilmt. Und das könnt ihr euch jetzt gerne anschauen. Viel Spaß dabei!
Ja, die Tage in Buenos Aires, die waren auf jeden Fall ziemlich anstrengend und jetzt bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich die Tage zuvor, da war ich nämlich mal auf den Geburtstag eingeladen und da habe ich jemanden kennengelernt und das ist die Noelia. Hi. Und die habe ich da kennengelernt und die hat gesagt, möchtest du nicht mal ein bisschen was von der Küste hier sehen? You are my advisor in the moment. Okay. Very nice. Möchtest du nicht mal irgendwas sehen von der Küste? Und eigentlich wollte ich hier auch mit meinem Fahrradwohnwagen langfahren. Ich werde auf jeden Fall meine Richtung nochmal ändern. Warum ich meine Route nochmal ändern werde, das werde ich euch dann auf jeden Fall im anderen Video nochmal in Ruhe erzählen. Wir sind jetzt gerade. Where are we now? Punta Ballena. Punta Ballena. Vielen Dank, ich vergesse das nämlich immer. Punta Ballena. Es ist sehr, sehr schön hier. Ich habe gerade schon wenige Aufnahmen gemacht und die könnt ihr euch gerne mal angucken. Wir werden aber, nachdem wir uns mal hier den Sonnenuntergang angeguckt haben, werden wir auf jeden Fall noch nach Punta del Este gehen und da auch noch mal auf eine Insel fahren. Das ist sehr, sehr schön, aber im Moment genießen wir einfach mal diesen Platz hier. Der ist sehr, sehr schön. Did I forget something? Casa Pueblo. Casa Pueblo is this above. Okay, da oben, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da hinter uns, da ist auf jeden Fall noch Casa Pueblo. Ja. Und da ist ja noch, da ist ein Hotel drin, da ist ein Museum drin und das ist von einem Künstler hergestellt worden. Ich habe da vorhin mal ganz kurz noch ein paar Aufnahmen gemacht, die blende ich dann noch mal ein. Und ja, ich würde einfach mal sagen, viel mehr habe ich für dieses Video jetzt noch nicht geschafft. Wie es hier so weitergeht und ja, was ich hier noch so erlebe und wie die Umgebung hier noch so aussieht, das zeige ich euch dann auf jeden Fall in den nächsten Videos. Und am Montag, am Anfang der Woche, geht es auf jeden Fall dann wieder weiter mit dem Fahrradwohnwagenbau. Ich denke mal, dass ich noch so 5 Tage durchziehen muss. Do you like bicycle camper? Ja. Of course. Ich habe sie gefragt, ob sie Fahrradwohnwagen mag. Mag sie natürlich. Sie muss dann Sí. natürlich sagen, sie. Sí me gusta. Sie mag es. Sehr schön. Ich habe ihr gesagt, dass sie das antworten muss. I said that you had to answer like this way. Okay. Yes. Okay. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal eine schöne Zeit. Ich lasse mich hier noch ein bisschen beraten, ein bisschen inspirieren. Und ja, ich freue mich schon wieder, wenn wir uns dann zum nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.